Auf eine neue Ära hatte die afghanische Regierung gehofft, nach der offiziellen Bestätigung, dass Taliban-Chef Mullah Omar tot ist. Doch die Hoffnung scheint sich zu zerschlagen. Damit willkommen zu den DW-Nachrichten. Ich bin Julia Hahn und das sind unsere Themen in der nächsten Viertelstunde. Seit 2 Tagen ist er der neue Chef der Taliban, Achtar Mohammed Mansur. Die Islamisten hatten ihn zu ihrem Anführer gemacht, nachdem sie zum ersten Mal den Tod seines Vorgängers Mullah Omar bestätigt hatten. In Kabul war die Hoffnung groß, dass jetzt endlich ein Waffenstillstand mit den Radikalen möglich wird. Denn vor einigen Wochen hatten die Taliban Friedensgespräche mit der afghanischen Regierung aufgenommen. Doch statt auf Versöhnung schwört der neue seine Anhänger jetzt erstmal weiter auf Terror ein. Die massiven Angriffe der türkischen Luftwaffe auf PKK-Stellungen im Irak führen offenbar zu einem Riss im kurdischen Lager. Die Regierung des autonomen Kurdengebietes im Irak rief die türkische PKK auf, ihre Stellungen im Norden des Landes zu räumen. Damit solle der Tod... Gerade erst haben sie ein Wrackteil an ihrem Strand entdeckt. Es könnte von dem noch immer verschollenen Flug MH370 stammen. Jetzt haben die Einwohner auf der französischen Insel La Réunion Festland in Toulouse jetzt untersuchen. Das Wrackteil ist inzwischen dort angekommen. Die Maschine der Malaysian Airlines war vor 16 Monaten auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking plötzlich von den Radarschirmen verschwunden. Mit 239 Menschen an Bord. Sie kommen aus dem Irak, aus Syrien oder vom Balkan. Immer mehr Menschen suchen auch in Deutschland Schutz vor Gewalt oder die Chance auf ein besseres Leben. Aber wie richtig umgehen mit diesen Flüchtlingen, das hat hier im Land eine heftige Debatte ausgelöst, die noch lange nicht zu Ende ist. Seit heute ändert sich aber ganz praktisch schon etwas. Viele Flüchtlinge sollen jetzt schneller wieder abgeschoben werden und nicht mehr jahrelang in Unsicherheit leben, ob sie nun bleiben dürfen oder nicht. Andere dagegen haben jetzt bessere Aussichten, auch dauerhaft in Deutschland zu leben. Wolfsburg gegen die Bayern im Supercup. Wer dieses Kräftemessen kurz vor dem Bundesliga-Start für sich entschieden hat, sehen Sie gleich. Vorher aber weitere Nachrichten im Überblick. Es ist der erste Titel, der in jeder Saison zu vergeben ist. Der deutsche Supercup. Der Meister spielt gegen den Pokalsieger. Heute Abend also Bayern München gegen den VfL Wolfsburg, der ja dazu auch noch Vizemeister ist. Aber diesmal drehten die Wolfsburger den Spieß um, auch wenn es zunächst nicht danach aussah. Bayern. Rafael Nadal ist einer der ganz Großen im Tennis. Im vergangenen Sommer war er noch Weltranglisten-Erster. Dann begann eine schwarze Serie für ihn. Erst eine langwierige Handgelenksverletzung, dann eine Blinddarmoperation. Der Spanier rutschte ab auf Platz 10 der Weltrangliste. Jetzt scheint es langsam wieder aufwärts zu gehen. Beim ATP-Turnier in Hamburg steht Nadal im Finale. Jetzt nochmal zurück zum Supercup Bayern gegen Wolfsburg und zu unserem Sportreporter Herbert Scharling. Herbert, und soweit die DW-Nachrichten für den Moment. Wir sehen uns bald wieder. Bleiben Sie dran. Bis dahin. Tschüss.